Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt es ein Knoblauch-Käsebrot so zum Abreißen. Und schaut, wie es aussieht. Es ist noch heiß. Es dampft. Aber schaut, wie die Käse sich zieht. Wow, ist richtig lecker. Und so zum Abendbrot machen oder einfach so mal zwischendurch. Schaut, wow. Ach, ist noch sehr, sehr heiß. Und mit schön viel Knoblauch. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich habe heute dieses leckere Brot gebacken habe, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit. Für den Teig erstmal werden wir Mehl sieben. Machen wir in die Mitte so eine Mulde. Geben wir da warme Milch, Hefe, Zucker und verrühren wir ein bisschen. Und lassen wir so ungefähr 10 Minuten stehen, dass die Hefe besser werden aktiviert. Einfach so Deckel drauflegen. So, 10 Minuten sind rum. Schaut, wie schön unsere Hefe arbeitet. Und jetzt können wir den Teig herstellen. Geben wir jetzt noch Salz dazu, geschmolzene Butter. Und herstellen wir jetzt ein so ein weicher Teig, aber er soll nicht klebrig sein. Und wenn es notwendig ist, einfach ein bisschen Mehl dazu geben. So nehme ich jetzt einfach einen Esslöffel. So, nehmen wir ein bisschen auf die Platte. In die Schüssel geben wir ganz bisschen Öl. Den Schüssel einfüllen und den Teig einfach ein paar Minuten glatt kneten. So ein schöner, weicher Teig haben wir. Legen wir ihn in den Schüssel und lassen wir ihn aufgehen, dass er richtig doppelt vergrößert. Deckel zu und warm stellen. Bis das unser Teig aufgeht, können wir schon würzige Butter zubereiten, mit welcher werden wir den Teig bestreichen. Ich möchte gerne so ein Knoblauchbutter machen. Es kann man oder mit dem frischen Knoblauch es machen. Schneidet mal hier oben eins mal ab, legt man auf den ein Backpapier, dann gibt Salz, Pfeffer, Kräuter, etwas Olivenöl, danach noch in Alufolie und stellt man in den Backofen bei 220 Grad ungefähr für 15 Minuten backen, dass der Knoblauch richtig schön weich und gebraten wird. Wenn ihr natürlich selber macht, den Knoblauchkonfit, es ist im Öl angelegter Knoblauch, dann ist das noch einfacher, weil er es genau so gut ist und mit ganzen Kräuter und Olivenöl ist zubereitet. Deswegen, ich nehme jetzt meinen schon fertigen. Hier habe ich Butter, es ist weiche Butter, aber werde trotzdem noch ein bisschen anwürzen mit Pfeffer, bisschen Cayenne-Pfeffer. Ich habe hier Mischung Cayenne-Pfeffer und Chili, etwas von Salz, bisschen Kräuter. Kräuter der Provinz kann man nehmen oder frische Kräuter kann man reinschneiden. Ich habe hier so eine Mischung von getrockneten Kräutern, was ich selber mache. Und dann natürlich Knoblauch. Und das kann man ganze Knolle hier reinmachen. Es ist richtig schön weich, im Öl so gebraten und dann in die Gläschen eingepackt und steht wirklich sehr lange. Schaut, das ist noch von letztes Jahr. Das reicht dann schon. Und dann werden wir es alles gut zerkneten. So, zerdrücken, dass wir so eine würzige Masse bekommen. So ein Butter
kann man auch sogar aufs Brot oder Brotchen drauf machen, Baguette drauf machen. Es ist so schön würzig. Alles schön weich zerkneten, dass wir so eine richtige schöne weiche Masse haben. Und lassen wir es mal stehen, warten auf unseren Teig. So, es sind jetzt 40 Minuten vergangen, aber schaut, unser Teig, es war sehr kleine Kugelchen und jetzt erst verdoppelt. Geben wir ein bisschen Mehl, unser Teig und rollen wir dünn aus. Wenn notwendig ist, ein bisschen Mehl dazu geben. So, haben wir jetzt ein Quadrat und bevor wir jetzt erstmal schneiden, werden wir erstmal mit unserer würzigen Butter bestreichen. Ganz bisschen lassen wir aber an die Seite stehen, das werden wir dann oben drauf etwas bestreichen, unser Brot. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Käse. Geriebene Käse. In meinem Fall habe ich Emmentaler, kann man Gouda nehmen oder Lieblingskäse. Mehr oder weniger bestreuen, das natürlich euch überlassen. Die alle aber Zutaten zu diesem Rezept stehen wie immer unten in die Beschreibung. Und jetzt werden wir auf 16 Quadraten schneiden. Das heißt, wir brauchen vier ungefähr gleiche Streifen. Und wenn die nicht so ganz gleich sind, ist auch nicht schlimm. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir eine Kastenform. In meinem Fall habe ich so eine Silikonform und werden wir jetzt ganze Quadraten jetzt nehmen und stellen wir die vertikal in den Kasten. So sieht es aus und lassen wir jetzt unseren Teig noch ungefähr so 30 Minuten aufgehen, bevor wir es in den Backofen stellen. Einfach zudecken und aufgehen lassen. Kurz vorm Backen, ungefähr 10 Minuten, sollen wir schon unseren Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze zum Vorheizen anmachen. So, es ist jetzt eine halbe Stunde vorbei. Den Backofen habe ich auch schon angemacht zum Vorheizen. Jetzt werden wir unsere restliche Butter einfach oben drauf geben, so ein bisschen wie bestreichen. So, und geht jetzt in den Backofen ungefähr für 40 Minuten backen. Wenn es notwendig ist, oben einfach mit Backpapier zudecken, dass es nicht zu dunkel wird. So, meine Lieben, habe ich jetzt 35 Minuten im Backofen gehabt und jetzt holen wir es raus, unser Brot, nicht verbrennen. Schaut, wie weich ist der. Wow, wunderschön. Andere Seite auch. Wow. Lassen wir ihn paar Minuten abkühlen, aber dieses Brot am besten richtig schön warm genießen, dass die Käse richtig schön sich zieht und so weiter. Schaut, wie schön weich unser Brot ist. Da, seht ihr, wie die Käse zieht. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, wird einer oder die andere es nachmachen und mir einen Kommentar hinterlassen. Wie hat es euch geschmeckt? Wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken, einen guten Appetit danach und bis zum nächsten Mal. Tschüss!